Thank you.
Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zum heutigen Konzert. Das erste Stück, was Sie gerade gehört haben, ist die Suite Bach-Werkverzeichnis 1006. Diese Suite wurde original geschrieben für Geige, und zwar eine Partita, wurde aber von Bach selbst für das Lautenwerk transkribiert. Das Präludium von dieser Suite ist sogar in zwei Kantaten von Bach wieder zu finden. Und das sagt uns, wie sehr Bach diese Musik, wie er von dieser Musik überzeugt war, um es wieder zu benutzen. Zunächst hören Sie die Gegenüberstellung von zwei lateinamerikanischen Gitarrenkomponisten, und zwar Manuel Maria Ponce aus Mexiko und Heitor Villa-Lobos aus Brasilien. Diese beiden Komponisten haben in den 20er Jahren in Paris gelebt. Und sie wurden von der damaligen akademisch-musikalischen Tendenz sehr beeinflusst. Die Valse Churro von Heitor Villa-Lobos ist ein später wiedergefundenen und unveröffentlichten Satz aus seiner Suite Populaire Brésilienne. Und die Sonate 3 von Manuel Maria Ponce wurde sehr stark von seinem Studium mit Paul Dukas beeinflusst. Viel Vergnügen! Thank you.
Nach deutschen und franco-lateinamerikanische Klänge schlage ich Ihnen vor, italienische Musik zu genießen, und zwar mit der Rossignano Nummer 1 von Mauro Giuliani. Dieses Stück ist irgendwo zwischen einer Opernfantasie und einer Ariensammlung von Giacomo Rossinis Opern. Damit hat es Mauro Giuliani ermöglicht, die Opernmusik in Salons zu bringen, die damals die allerpopulärste musikalische Gattung war. Dazu sind die 6 Rossignane von Mauro Giuliani sehr gut geschriebene Stücke und technisch und musikalisch für das Instrument sehr anspruchsvoll. Viel Freude beim Hören!
Thank you.
Zum Schluss die Walz Opus 8, Nr. 4 von Augustin Barrios. Musik.